Licht an und rein ins Sky Fußballstudio. Einen schönen Abend und herzlich willkommen. Wir sind mittendrin im dritten Fußballwochenende in diesem Jahr und erstmals im Frühjahr können auch alle Spiele wirklich starten. Ja, beim SK Sturm steht heute im Heimspiel gegen Rapid Wien wieder Silve Czabliner im Tor und nicht Christian Kratzer. Dabei wurde der von Marcel Kohler eben auch fürs Nationalteam nominiert, obwohl er 5 Monate lang kein Pflichtspiel bestritten hat. Waren Sie überrascht? War ich nicht überrascht, nein. Warum nicht? Weil Czabliner keine Fehler macht. Wirklich sehr nein, ich gut. Meine die Nominierung von Kohler. Die Nominierung. Ach so, na, da war ich schon etwas überrascht, muss ich sagen, in diese Richtung. Das beruhigt mich jetzt. Das beruhigt dich. Ja, okay, da war ich schon etwas überrascht. Aber er will ihm vielleicht auch ein Zeichen geben, damit er sieht, dass er weiterhin auf ihn baut. Also das, denke ich, ist irgendwo im Hintergrund. Ja, am 10. September des Vorjahres hat Christian Kratzer zuletzt für Sturm gespielt in der Bundesliga bei der 2:4 Niederlage in der Südstadt bei der Admira. Ja, Christian Kratzer für Franco Foda ist er nicht fit genug. Für Marcel Kohler ist er fit genug. Christoph Jochum mit einem Fitnesstest. Die Torwartfrage bei Sturm ist auch eine Frage der Fitness. Vergangenen Sonntag argumentiert Franco Foda jedenfalls damit den Einsatz von Silje Czabliner. Es gibt im Moment keine Thematik, weil Christian Kratzer noch nicht 100% fit ist. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass er schon so weit ist nach seiner schweren Verletzung. Und insofern spielt im Moment Czabliner, weil er im Moment der Torwart ist, der 100% fit ist. Teamchef Marcel Koller und ÖFB-Tormann-Trainer Otto Konrad sehen deshalb in Weiß-Sitzenheim Czabliner, hören aus Graz aber Folgendes. Ist uns zwar auch bewusst, dass er im Moment nicht spielt bei Sturm Graz. Wir haben aber auch Kontakt mit ihm gehabt. Ich habe mit dem Trainer Kontakt gehabt. Er ist soweit fit. Christian Kratzer ist also fit genug für die Nationalmannschaft. Fit genug für die Sturmersatzbank. Aber nicht fit genug für 90 Minuten im Sturmdress. Eine interessante Konstellation. Der Torhüter selbst zeigt sich geduldig, professionell. Ich bin Profi genug, dass ich mit der Situation umgehen kann. Ich war nicht das erste Mal in meiner Karriere verletzt und ich habe mich sicher nicht das letzte Mal zurückgekämpft. Es ist ein Kampf zurück. Die Einberufung ins Nationalteam für Kratzer ist sicher ein Motivationsschub. Ein Schritt in Richtung bessere Zeiten. Ja, aber eines zeigt die Diskussion ganz deutlich. Das ÖFB-Team, das hat offensichtlich, während Sie hier Marcel Kohler sehen, der heute Zaungast ist, in der UPC-Arena ein Tormann-Problem. Aber jetzt wollen wir vor dem Schlager Sturm gegen Rapid nicht nur mehr über die Tormänner reden. So wichtig sind sie jetzt auch wieder nicht. Warum wird das heute ein echtes Schlagerspiel? Wir haben ein grottenschlechtes Derby gesehen und Salzburg gegen Sturm war ja auch nicht unbedingt eine Spitzenpartie. Nicht unbedingt, aber dieses Spiel, also Sturm, Rapid, da sind immer Brisanz drinnen. Also immer sehr interessant, da hochklassige Spiele. Für mich ist heute Sturm Favorit, muss ich sagen. Ja. Mit einem Sieg sind sie wirklich voll dabei, aber auf der anderen Seite kann es auch sein, dass Rapid mit einem Punkt natürlich zufrieden ist heute. Ja, das beste Heimteam empfängt das beste Auswärtsteam, der Meister trifft auf den Tabellenführer, also alles bereit für ein echtes Spitzenspiel. Auch die beiden Trainer jetzt bei Gerhard Grawert. Spitzenspielvoraussetzungen, Spitzenspielatmosphäre auch hier in Graz. Franco Foda, was soll denn Ihre Mannschaft dazu beitragen heute, dass es auch ein echtes Spitzenspiel wird? Ja, wir spielen zu Hause. Ich denke, die letzten Spiele zu Hause haben wir gezeigt, dass wir sehr gut Fußball spielen. Und wir wollen natürlich weiterhin ungeschlagen bleiben und natürlich probieren mit aller Macht dieses Spiel heute zu gewinnen. Peter Schöttl, wie gehen Sie in dieses Spiel? Egal wie, Hauptsache 0:0? Ja, ganz sicher nicht. So sind wir auch nicht in die letzten Spiele gegangen. Die sind einfach passiert. Ich kann mit dem Franco nur anschließen. Wir wollen auch ungeschlagen herauskommen und wenn möglich gewinnen. Wie haben Sie denn versucht, ein bisschen mehr Pep in Ihre Offensivabteilung zu bringen? Ja, wir trainieren Woche für Woche nach unserem Wochenplan. Also wir haben jetzt nichts verändert. Es fehlt nicht viel, es fehlt ein bisschen Glück, es fehlt ein bisschen mehr Killerinstinkt. Da kann man im Training nur schauen, dass die Spieler wirklich das Schusstraining sehr konzentriert absolvieren. Es fehlt eben noch das erste Tor im Jahr 2012, das erste Rapid-Tor. Haben Sie irgendwen heute speziell im Verdacht, wer das sein könnte, wer das erste Tor schießen könnte? Na, ist auch für mich völlig egal. Wir wissen, dass wir heute hier bei der heimstärksten Mannschaft der Liga antreten. Tabellensituation ist auch sehr spannend. Also, ich denke, dass wir ein gutes Spiel zweier guter Mannschaften sehen werden.
Ja, Franco, bei Sturm ist Roman Kienast im Winter gegangen. Wie zufrieden sind denn Sie derzeit mit Ihrer Offensivabteilung? Ein Tor ist Sturm ja immerhin schon geglückt in den ersten 180 Minuten. Ja, also wir haben ja auch noch nicht viel mehr Tore als Rapid erzielt. Aber wir haben gerade, denke ich, in Salzburg uns gesteigert gegenüber dem Spiel hier zu Hause gegen Mattersburg. Vor allen Dingen von der spielerischen Qualität her. Wir hatten in Salzburg sehr gute Torchancen vorgefunden, die wir leider nicht genutzt haben. Aber auch heute werden wir Chancen bekommen und vielleicht nicht zu viele, weil Rapid in der Defensive sehr kompakt steht. Aber die wenigen, die man bekommt, die muss man dann halt eiskalt ausnutzen, um das Spiel zu gewinnen. Und es ist heute ein Heimspiel für Sturm Graz. Das hat ja auch eine besondere Bedeutung in dieser Saison, wenn man die schwache Auswärtsbilanz hernimmt. Ist man da zu Hause schon fast zum Siegen verdammt, wenn man weiter im Titelrennen bleiben will? Nein, ich glaube, letzte Woche mit dem Punkt in Salzburg ist wunderbar beim Titelfavoriten. Ansonsten wird die Meisterschaft nach 36 Spieltagen entschieden und wir werden noch Auswärtsspiele gewinnen. Da bin ich 100% davon überzeugt. Wichtig wird heute sein, dass man gegen den Konkurrenten um den Titel, dass man hier punktet. Aber wir spielen so aus und wollen natürlich gewinnen, keine Frage. Anderes Thema noch, eine Personalie. Christian Kratzer wurde jetzt nominiert fürs Nationalteam, ist fit genug offenbar für das ÖFB-Team, aber noch nicht fit genug, um die Nummer 1 bei Sturm wieder zu sein. Für Außenstehende ist das natürlich bemerkenswert. Wie ist es für Sie? Warum? Christian war Nationalteam-Torhüter vor seiner Verletzung. Er hat sich die Einberufung absolut verdient. Meiner Meinung nach hat der Herr Koller absolut richtig gehandelt. Christian ist ja von seiner Verletzung wieder genesen. Er ist jetzt auch schon wieder fast bei 100%. Nur darf man nicht vergessen, Kaflina hat in den ersten zwei Spielen sehr gut gespielt. 2-0 gehalten. Aber wenn Christian dann wieder 100% fit ist, wird er auch wieder spielen. Das heißt, momentan ist Czavlina einfach der Bessere und Kratzer muss ganz einfach auf seine Chance wieder warten. Das haben Sie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass Christian in den ersten Spielen noch nicht 100% fit war. Er ist jetzt auf dem Weg der Besserung. Er nähert sich den 100%. Kaflina hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Sollte Christian wieder bei 100% sein, davon gehe ich aus in der nächsten Woche. Und dann werde ich entscheiden, wer im Tor steht. Dankeschön für das Interview. Ich gebe wieder zurück ins Studio. Na, schauen wir, wer heute hundertprozentig ist in Graz bei Sturm gegen Rapid. Was wird entscheidend sein in dieser Partie? Ein schnelles Tor. Noch einmal, ich hoffe, dass Sturm ist zu Hause in der Macht, spielt da wirklich sehr gut. Rapid wird auf Konter spielen. Beide werden am Anfang nicht alles riskieren. Es geht um wirklich sehr viel und bin schon wirklich schon sehr gespannt heute auf dieses Spiel. Herzlich willkommen, schönen Abend aus Graz auch von meiner Seite zum Topspiel dieser Runde zwischen dem Meister, zwischen SK Sturm Graz und der Mannschaft aus Wien, dem Tabellenführer Rapid. Es ist also heute vollbracht. Es muss eine Serie reißen. Entweder jene von Rapid seit quasi Ewigkeiten ungeschlagen oder eben von Sturm, die Mannschaft, die zuletzt 6-mal in Serie zu Hause gewinnen konnte. Stimmung ist prächtig, dass schon seit einer guten halben Stunde hier im Stadion auch die Temperaturen sind ja heute frühlingshaft angenehm im zweistelligen Plusbereich und deshalb steht hier einem Fußballfestival nichts im Wege. Das Team von Franco Foda, der SK Puntigammer Sturm, mit zwei Veränderungen im Vergleich zum 0:0 vom letzten Sonntag bei Salzburg rechts. In der Viererkette bleibt alles gleich bei Standfest, aber im Zentrum, dort kommt Burgstaller ins Spiel, weil Dudic gelb gesperrt ist und im Mittelfeld eine Veränderung. Christian Klemm hat Wadenprobleme, musste auch den Einsatz im U21-Nationalteam absagen und für ihn also jetzt Florian Kainz in der Position links im Mittelfeld. Der 19-Jährige, der sich mit dieser Position bestens anfreunden kann, weil er auch zuletzt immer wieder dort gespielt hat. Heute also mit seinem 14. Saisonsatz. Die Zahl, Adler, gell? Adler, das gibt sich halt mal. Ihr bleibt stehen, gibt es mal ein gutes Fährespiel. Schiedsrichter kommt aus Niederösterreich, 31 Jahre jung, der Bankbeamte Markus Hameter, assistiert von Christian Trunner und Markus Katona. Und wir haben es gehört, also Sturm hat die Seitenwahl gewonnen. Rapid mit Anstoß. Und das ist der Blick in den Fansektor von Rapid. Und gegenüber
ist Weihnachten bei den Sturmfans, während wir den Blick auf die Rapid-Aufstellung machen. Dort nur eine Veränderung nach dem 0:0 beim Derby gegen die Austria. Auch die war klar, weil ja Schimpelsberger gelb gesperrt ist. Thonhofer in der Viererkette. Heute also erstmals wieder seit der 17. Runde Christian Thonhofer im Team von Rapid in der Startformation. Da haben wir den 26-Jährigen, für den es keine einfache Situation ist, weil er eben, wenn alle fit sind, kaum Möglichkeiten hat, bei Peter Schöttl vom Start weg zu spielen. Aber heute darf er. Die Stimmung bei Assistent Hickersberger gut. Peter Schöttl selbst hat heute bisher nur Probleme gehabt beim Einlass, wurde da nicht gleich erkannt von den Stadionordnern. Aber jetzt hat er die beste Position für dieses Spiel und sie ohnehin zu Hause mit Sky, mit HD, mit dem Spiel Sturm gegen Rapid. Und Rapid also in der ersten Hälfte von links nach rechts in den dunklen grünen Trikots. Verteidiger Sonnleitner und Pichler. Rapid ja Mannschaft mit den wenigsten Gegentreffern, 19 Stück. Im Moment also die Abwehr ein Bollwerk. Nicht überraschend, könnte man jetzt sagen, wenn ein ehemaliger Verteidiger Trainer ist, aber das war auch harte Arbeit, dass Rapid diese Situation in der Defensive hergestellt hat. Im Laufe des Herbst hat man sich da auch gefunden und dann auch dementsprechend agiert. Erstes Foul in diesem Spiel. Für Rapid Freistoß. Foul war von Wolf an Markus Katzer. Und damit erstmals eine Standardsituation für Rapid. Natürlich für den Kapitän, für Steffen Hofmann. Kurz angeschnitten. Weber war da aufmerksam. Ja, die Rauchschwaden verziehen sich langsam, deshalb die Sicht im Moment nicht ideal. Aber Sabic hatte den Durchblick gegen Heikkinen. Ja, Ball bleibt bei Sturm. Wolf. Kein Foul an Wolf. Die Entscheidung der Unparteiischen. Spiel läuft weiter. Der Rapid, Hofmann, Doppelpass mit Katza und dann im Strafraum das Duell standfest gegen Burgstaller, gegen den Neo-Teamspieler. Guido Burgstaller, der also von Marcel Koller, der heute hier im Stadion ist, einberufen wurde. Der Kärntner, der also möglicherweise in seiner Heimat am kommenden Mittwoch sein Debüt feiert in der Nationalmannschaft, Klagenfurt die Austragungsort des Testspiels gegen Finnland. Ja, und auf der anderen Seite bei Sturm gibt es zwei aktuelle Teamspieler. Da haben wir den Teamchef, der also vor seiner Heimpremiere steht, heute Abend noch hier von Graz über die Pack nach Klagenfurt reisen wird. Und morgen gibt es ja dann den Treffpunkt am Wörthersee. Und bei Sturm eben zwei Teamspieler. Hier haben wir den einen, Jürgen Säumel. Der andere, der sitzt auf der Ersatzbank. Christian Grazay schon thematisiert. Etwas überraschend für viele die Einberufung. Aber auch Alma ist ja bei Düsseldorf nicht die Nummer 1 und trotzdem im Nationalteam. Kein Foul von Trimmel an Kainz. Einwurfsturm.
Karte. Tonhofer auf Königshofer. Bittdeuter, der junge Mann, ja auf Abruf. Jung im Sinne vor allem, was die Bundesliga-Einsätze und Erfahrungen betrifft. Königshofer heute erst mit seinem 7. Bundesligaspiel. Wolf per Zufall auf Budul, der aber mit dem Ballverlust. Hofmann und der Rapid-Angriff über Katzer, Drazan. Weber, Situation gut gemeistert, vor Burgstall am Ball gewesen. Säumel auf Sabic, abseits Position des Stürmers aus Ungarn. Knappe Entscheidung, aber Markus Katona war da sofort mit der Fahne oben. Wolf, Budul, das ist sein erster richtiger Ballkontakt in diesem Spiel. Damit die erste Ecke für Sturm und Patrick Wolf. Vor zwei Wochen im Heimspiel gegen Mattersburg gab es nach einem Eckball das einzige Tor. Diesmal Säumel mit der Flanke und der nächste Corner für die Grazer. Trimmel dran. Nochmal Sturm. Keins und dann Pichler. Und es gibt Eckball Nummer 3. Und das alles nach knapp 7 Spielminuten. Ja, und Harald Pichler zeigt da Lukas Königshofer. Mehr Kommunikation wäre in dieser Situation besser gewesen. Dann hätte es hier wohl keinen weiteren Eckball gegeben. So wieder Keins und wieder Trimmel. Wolf. Dann schafft es Rapid, kurzfristig für Entlastung zu sorgen. Aber Weber auf Säumel. Popkatze gedacht für Sabic. Pichler, aber auch nicht souverän, da setzt standfest nach. Und jetzt kann Pichler ins Side-Out abblocken. Die Ersatzbank von Sturm. Wir sehen also Mario Haas und Christian Kratzer und dann in der Mitte Rubin Okotje. Erstmals im Kader auch in einem Heimspiel. Verletzt, wie gesagt, Klemm, auch Bürcher angeschlagen. Hölzl und Buck war quasi erst auf dem Weg retour, aber noch zu wenig Einheiten, um auch schon im Kader zu sein. Dudic gesperrt, schon erwähnt. Also es fehlt nur das Geburtstagskind von heute. Sami Muratovic, 36 Jahre jung, aber bei Sturm darf er noch die letzten Monate mittrainieren, um es vornehm zu formulieren. Sommer ja Vertragsende, wie bei vielen anderen. Bei Budul nicht. Dessen Vertrag wurde verlängert, ebenso von Säumel. Keins, Zitter ab und es gibt den nächsten Eckball, den vierten. War noch Tonhofer offensichtlich dran. Ja. Noch eine Unterbrechung. Burgstaller und Sonnleitner. Ja, stolpert Burgstaller, Sonnleitner hat ihn auch ein wenig noch berührt. Also jetzt wird der Eckball ausgetragen, aber noch keine Chance daraus entstanden, aus diesen vier Eckbällen bisher für Sturm.
Peter Schöttls Ersatzbank mit Helge Peier. Dieses Bild sind wir gewohnt. Auch Batuka ist diesmal dabei. Suma natürlich. Dortmund-Trainer Edel sehen wir auch. Kulowitz ohnehin klar. Also Schimpelsberger eben gesperrt und Schamel eben noch nicht im Kader, sondern Batuka. Unterstützung beim Vorchecking gab es aber nicht, deshalb bleibt auch Sturm weiterhin am Ball. Rodol blind gespielt, aber Savic ist in die andere Richtung gegangen. Aber die beiden momentan das Sturmduo bei Franco Foda. Okotie hat ihm erst 10 Tage Trainingseinheit bei seinem neuen Club und deshalb wartet er auf oder noch, aber heute könnte es soweit sein. Pavlov ist eben nicht im Kader. Hat Foder mittlerweile die Qual der Wahl bei seinen Angreifern. Seimel. Kein Problem für Königshof. Kofoda hat sich da auch kurz einmal ins Spiel eingeschaltet. Rapid-Angriff läuft, aber für Drazan der Ball nicht erreichbar. Also bei Sturm gab es Eckbälle ohne Gefahr, bei Rapid jetzt der zweite Freistoß. Ja, Czablina. Am Ende nichts passiert bei Sturm. Hofmann. Trimmel. Prager unterstützt ihn, auch Thonhofer. Hofmann. Einwurf für Sturm. Ja, und dann der Torschuss. Der erste von Rapid, von Christopher Drazan. Aber bisher stehen die Defensivreihen sehr kompakt, auch beide Teams, aber das kennen wir. Sowohl von Peter Schöttls Mannschaft als auch von seinem Gegenüber von Franco Foda und von Sturm. Mannschaften haben auch des Öfteren schon gezeigt,
gerade jetzt auch im Frühjahr, dass sie ohne großes Risiko meistens agieren. Nicht umsonst haben beide Teams ja bisher in den beiden Spielen im Jahr 2012 noch kein Gegentor erhalten. Sturm aber sogar einmal eines geschossen und deshalb 4 Punkte gemacht, während Rapid zweimal eine Nullnummer hatte. Deshalb auch das Thema Offensive zumeist das Hauptthema war bei beiden Mannschaften. Die Defensive wurde vielfach und allseits gelobt. Technische Fehler auf beiden Seiten. Häkkinen, Finn übrigens nicht im Teamkader. Finnlands gegen Österreich. Hofmann schön gespielt auf Trimmel, der fällt dann. Das ist natürlich kein Strafstoß. Ballannahme war gut, Burgstaller hält sich da vornehm zurück, dann arbeitet er ein wenig mit dem Unterarm, aber Trimmel hat dann irgendwie gesehen, dass der Ball auch nicht mehr zu erreichen ist. Und da fällt er dann natürlich schon etwas leicht. Also das kann man, wenn man schon einen Strafstoß möchte, auch geschickter machen. Christopher Trimmel. Seit gestern übrigens 25. Aber es war eine gut herausgespielte Aktion von Hofmann. Der Pass sehr fein und auch Trimmel zunächst mit der Annahme. Gut, also da hat Rapid erstmals auch gezeigt, wie man gegen die beiden Innenverteidiger agieren muss. Feldhofer, Burgstaller gelten ja nicht unbedingt als schnelle Innenverteidiger, wirken zumeist auch ein wenig statisch, sind also vor allem in Luftzweikämpfen stark. Möglicherweise kann man also mit flachem Spiel oder eben mit sehr exaktem Zuspiel in die Laufwege erfolgreich sein. Das war nicht so exakt, weil Burgstaller zu früh gestartet ist. Abseitsposition, Christian Trunner, der erste Assistent, mit der Anzeige. An Burgstaller. Trimmel. Diesmal gibt es den Freistoß, das Foul von Bob Katze. Drazan mit seinem linken Fuß vielleicht Richtung Tor oder Hofmann etwas weg. Welche Variante wählt der Rapid? Hofmann auf die zweite Stange, aber dort kommt Trimmel nicht zum Abschluss. Vorerst dafür Burgstaller mit der nächsten Flanke hinter das Tor von Czablina. Alles durchschaubar bei beiden Teams, was das Spiel nach vorne betrifft, in diesen ersten knapp 20 Minuten. Fast ausverkauft im Haus hier in Graz in der UPC Arena.
Ballspiel. Marco Sameter, der seit 1. Jänner auch FIFA-Schiedsrichter ist, sieht man auch an seinem Brustwappen, das er seit Jänner tragen darf, weil ja Thomas Einwaller, Österreichs Nummer 1, sich vorzeitig verabschiedet. Altersbedingt müsste er das nicht, aber er hat entschieden, sowohl international als auch national seine Karriere zu beenden. International eben mit Ende Dezember, deshalb paar Meter nachgerückt und national dann mit Ende der Saison. Tarzan haben jetzt die Seiten gewechselt. Gespielt, schnell gemacht, Hofmann auch direkt auf Drazin im Zentrum, Burgstall, aber der Pass kommt nicht. So gibt es nur Einwurf für Rapid. Das war schön herausgespielt, aber das letzte Zuspiel kam nicht. Ansonsten wäre Burgstall alleine vor Czavina gewesen. Haben wir Burgstaller, unangenehmer Schuss und Czavina im Nachfassen hat sich Burgstaller gut durchgesetzt gegen Popkatze im direkten Duell und dann auch schnell abgezogen. Zeigt also der neue Teamstürmer. Erstmals auch eine Aktion mit Abschluss. Hat ja Peter Schöttl gut gefallen, dass Guido Burgstaller von Teamchef Koller als Stürmer bezeichnet wurde. Nicht alle sind ja der Meinung, dass Burgstaller vorne im Zentrum seine größte Stärke hat. Bekannt in der Liga ist der Burgstaller geworden als Flügelspieler, eben jene Positionen, die Drazan und Trimmel einnehmen. Vor allem unter Schöttl auch in Wiener Neustadt diese Position eingenommen und dort sehr erfolgreich agiert. Aber das Spielsystem bei Rapid ist eben im Moment eines, das sich auf Steffen Hofmann konzentriert und der Kapitän ist eben im Moment zentral hinter der einzigen Spitze und nach Meinung von Peter Schöttl funktioniert das am besten mit Burgstaller und nicht mit Nuiu zum Beispiel, der als Joker agiert. Sturm über Bodol, kein Abseits, vorbei an Sonnleiten, aber nicht vorbei an Tonhofer. Bodol war übrigens nicht im Abseits, sehr wohl Sabic, aber das hat der Assistent gut gesehen. Burgstaller. Czavina. Bodol. Drazan, Ballglück, aber vorbei. Jan Popkatze. Dann das Foul von Popkatze. Und Freistoß für Rapid. Popkatze hat sich gleich einmal vom Acker gemacht, denn ist der einzige Sturmspieler, der im Moment 4 gelbe Karten hat. Also bei der nächsten wäre er gesperrt. Aber vorerst keine Konsequenz für den georgischen Außenverteidiger. So, diesmal etwas zentraler die Position für Rapid. Kurz abgespielt, Hofmann, oh, ein Freistoßtrick, Tonhofer, noch ein Haken und dann trifft er Czavin an der Brust. Falko Foda außer sich, wie sich da seine Mannschaft ungeschickt angestellt hat. Aber das sind diese Rapid-Freistoßvarianten, mit denen die Gegner ein ums andere Mal überrascht werden.
alle haben mit der Flanke gerechnet von Hofmann. Und dann kam hier erneut ein schnelles Direktspiel heraus und beinahe der Führungstreffer für Rapid. Sehr schön gemacht, Hofmann direkt, kommt der Ball zu Tonhofer und der dann mit Pech eigentlich im Abschluss. Glück für Czablina und Sturm. Häkkinen. War übrigens das erste Foul von Rapid nach 25 Minuten. Also bisher eine äußerst faire Angelegenheit. 5 Fouls von Sturm. Freistoß jetzt für die Grazer, Jürgen Säumel. Kommt der hohe Ball. Oh, Häkkinen war wieder dran. Budul. Ah, bleibt an Häkkinen hängen. Hofmann. Burgstaller, aber der da etwas vom Ball weggegangen ist, deshalb Einwurf. Schön gespielt mit Burgstaller. Hofmann. Trimmel war kein Abseits, aber der hat sich nicht für den Abschluss entschieden. Drazan, auch der nicht im Abseits. Und dann Burgstaller. Rapid jetzt mit der nächsten Aktion. Hofmann trifft da Burgstaller. An der Schulter war kein Handspiel, auch wenn Hofmann kurzfristig damit geliebäugelt hat. Wir sehen nochmals diese Aktion zuvor, wo Trimmel nicht den Ball direkt genommen hat. War auch kein Abseits. Und dann sehen wir, dass der Torschuss von Hofmann Burgstaller trifft. Schulter und Oberarm, aber da geht nicht der Arm zum Ball. Also keineswegs ein Strafstoß. Aber Rapid jetzt in dieser Phase deutlich tonangebend. Rapid auch mit den großen Möglichkeiten, vor allem durch Tonhofer in einem bisher insgesamt chancenarmen Spiel. Rapid mit dem Chancenplus. Grazer verlängert und Czablina. Also Sturm im Moment nicht so konzentriert in der Defensive und im Spiel nach vorne geht gar nichts. Kein schlechtes Zuspiel auf Sabic, der macht das Foul an Tonhofer. Markus Hameter will vorerst beruhigend eingreifen, auch wenn das schon nahe an der Gelben war für Sabic. Aber Hameter hat auch schon schlechte Erfahrungen in dieser Saison gemacht bei einem Spiel mit Sturm. Runde 2 gegen Mattersburg. Gab es 2 Ausschlüsse und vor allem auch 10 gelbe Karten. Und seit diesem Spiel heute ja sein 8. Saisoneinsatz. Sich vor allem zu Beginn etwas zurück und dann nicht im Laufe eines Spiels gröbere Probleme zu bekommen mit der Spielleitung. Kein Foul am Budul, doch jetzt die Entscheidung, Foul von Pichler. Ball und Knöchel von Budul getroffen. Pichler akzeptiert dann auch die Entscheidung, muss er ohnehin. Gibt den nächsten Freistoß. Keins. Ball wird immer länger und beinahe Feldhofer noch dran, aber Königshofer. Lange klug gewartet, dadurch ist dann auch nichts passiert. Ja.
Trimmel gefoult von Wolf. Also Feldhofer da einen Tick zu spät und hier Wolf zu spät gegen Trimmel. Also ich glaube, irgendwann kommt jetzt dann einmal die erste Gelbe, denn die Fouls jetzt allesamt doch auch an der Grenze. Sabic ohnehin und jetzt hier bei Trimmel das Foul von Wolf vielleicht nicht so schwer, aber da wäre ein vielversprechender Angriff für Rapid entstanden. Wolf gefoult. Feldhofer, diesmal kommt an den Ball, aber nicht abschließen und dann die Kopfballrückgabe von Thonhofer, mutig Königshofer. Ja, morgen also haben Sie gesehen, zum Abschluss Ried gegen Salzburg, Spielbeginn 16.30 Uhr, Übertragungsbeginn 16 Uhr auf Sky Sport Austria, eine halbe Stunde später als normal das Sonntagsspiel auf Sky. So, Trimmel ist wieder fit. Schön vorbei an Kainz. Dann trifft der Burgstaller. Eigenen Mann, aber nochmals Hofmann. Trimmel, schön gemacht. Der Abschluss dann war schwierig, weil Feldhofer und Burgstaller im Weg waren. Aber Rapid bestimmt weiter das Spiel. Pech hier bei Hofmanns Schuss. Trifft er seinen Mannschaftskollegen. In dieser ersten halben Stunde Sturm im Spiel nach vorne enttäuschend. Erst ein Torschuss aus der 9. Minute von Kainz. Aber das ist eigentlich nichts. Und defensiv Sturm mit Problemen, weil Rapid vor allem ab Minute 20 besser ins Spiel gekommen ist. Aber Rapid auch weiterhin ohne Torerfolg, wie schon in den ersten beiden Spielen. Gegen Wiener Neustadt und gegen die Wiener Austria. Das ist vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit das große Problem. Der Wiener, das hat sich auch heute gezeigt, es waren gute Aktionen, unter anderem dieser Freistoßtrick, aber die ganz große Tormöglichkeit war noch nicht dabei. Also ein Topspiel, das in der ersten Hälfte nur für Freunde der Taktik vielleicht ein Topspiel war, denn man sieht natürlich bei beiden Teams,
dass zunächst die Defensive im Vordergrund steht. Man wartet auf den Konter, man wartet auf die Chance, aber Weber legt sich das Zuspiel von Sabic zu weit nach vor und deshalb kommt auch nicht zum Abschluss. Da war erstmals Platz für Sturm. Schöner Konter, schöner Doppelpass, Ballannahme schlecht und deshalb keine Torchance für Sturm. Auf der Gegenseite Burgstaller im Abseits. Eikinen Foul an Weber. Spiel von Wolf, Freistoß Rapid. So einmal herrlich gemacht. In Bedrängnis leitet er da das Spiel in die gegnerische Hälfte. Weber, Zuckerpass auf Wolf. Was macht der? Der wartet lange. Und dann nochmals auf Säumel. Und Bodo wäre besser gestanden. Also, da waren jetzt zwei Aktionen plötzlich für Sturm. Aber der Abschluss, der hat nicht funktioniert. Und dann das Foul vom Burgstaller an Burgstaller. In dem Fall aber vom Grazer Burgstaller am Wiener. Was die Vereinsfarben betrifft. Der eine ist der Oberösterreicher und der andere Kärnten. Also Freistoß für Rapid, damit ich sie nicht zu viel verwirre. Tarzan, Burgstaller, Pika, schöne Annahme! Und auch der schöne Abschluss. Es gibt Eckball. Die Frage war, war ein Grazer oder ein Wiener? Zuletzt dran. Zunächst der Kopfball von Burgstaller. Pichler nimmt Wolle und verfällt knapp das Tor. Es gibt Eckball. Weber, Kainz, unerreichbar für Wolf. So, nochmals die Aktion, die Säumel herrlich eingeleitet hat. Dann Weber mit dem Lochpass auf Wolf, der aber nicht direkt spielt, wartet, Ball bleibt im Spiel und dann Bodol wäre viel besser gestanden, findet aber Wolf nicht, sondern versucht nochmals auf Säumel zu spielen. Und dann war es wieder nichts mit einer abgeschlossenen Aktion beim Meister. Trimmel. Ein Foul von Hofmann, aber die Grazer holen sich die Kugel. Hofmann ist auch nicht informiert worden von seinen Mitspielern, dass er eigentlich attackiert wurde oder dass er hinter ihm schon einen Grazer im Rücken gehabt hat und deshalb auch nicht lange warten konnte. War da überrascht. Aber Rapid kommt wieder erneut. Tonhofer, direkt schön gespielt. Trimmel, nochmals Tonhofer. Spiel Popkaze an Trimmel und jetzt gibt es die Gelbe und damit
fehlt Georgi Popkaze beim steirischen Derby in der nächsten Woche gegen Kapfenberg. Weil es eben seine fünfte Gelbe ist. Und Rapid hat jetzt Freistoß. Gelbe geht in Ordnung. Oh, gibt es die nächste Variante von Rapid oder jetzt die Flanke? An Hofmann. Wieder Hofmann. Flanke zu direkt auf Czablina. Ein bisschen die ungefährlichste Freistoßaktion der Rapidler. Soll es knapp 5 Minuten vor Ende der ersten Spielhälfte, die ja nicht wirklich mitreißend war. Dazu haben beide Teams insgesamt zu wenig riskiert, vor allem Sturm als Heimmannschaft. Zu wenig. Rapid ist da wesentlich mehr nach vorne orientiert. Da war die Fahne schon oben, aber das Spiel läuft weiter. Schiedsrichter Hamed hat hier kein Abseits gesehen. Franco Voth ist außer sich, aber entscheiden, lieber Sturmtrainer, tut der Schiedsrichter. Und nicht der Assistent. Der kann ihn, wie es schon der Name sagt, nur assistieren. Burgstaller auf Drazan. Eckball Rapid. Nochmals Hofmann. Flanke ist gut, aber Burgstaller war noch länger dran. Nächste Foul, Feldhofer, es muss gelb geben. Da die Sense aus. Ferdinand Feldhofer und sollte sich schnell beruhigen. Gibt es keine zweite Meinung nach diesem Foul an Katzer. Kniehöhe die Attacke. Wieder ein Freistoß für Rapid, diesmal von der anderen Seite, aber erneut Hofmann und Drazan beim Ball. Und diesmal kümmert sich Sabic um Prager, falls also wieder kurz gespielt werden sollte. So, die beiden Burgstallers haben sich lieb. Und jetzt gibt es den Freistoß. Wieder Hofmann, wieder vor das Tor von Czablina, stand fest. Keins, Foul von Prager. Sturmspieler hätten gerne Vorteil gehabt. Wenn er unterbricht, dann muss er hier auch gelb geben. Der Schiedsrichter. So, und jetzt ist er auf der Suche nach einem Rapid-Spieler oder belässt das beim Freistoß. So schaut's aus. Also, da war natürlich das Foul von Prager, gibt es keine Diskussion, aber da waren dann drei Sturmspieler im Zentrum.
die den Ball aufgenommen haben. Und Prager hat das geschickt gelöst am Ende. Keine gelbe und auch kein Angriffssturm. Letzte Minute läuft in der ersten Spielhälfte. Freistoß wieder für Sturm. Viel war es nicht an Säumel, meint Peter Schöttl. Hat sogar ein gestrecktes Bein von Säumel gesehen und hätte gerne Freistoß für sich gehabt und seine Mannschaft. So kann man es auch werten. Nur der Schiedsrichter hat es anders gesehen. Foul von Heikkinen. Deshalb Freistoß. Sturm keins zu weit. Also, bis auf zwei Aktionen, zwei gute Angriffe von Sturm nach einer guten halben Stunde. Allerdings ohne Abschluss war da nichts zu sehen von Sturm in der Offensive. Aber so ähnlich haben die Grazer auch in den ersten beiden Partien gespielt. Und bei Rapid, auch da ähnlich zu den beiden bisherigen Spielen. Die Mannschaft spielbestimmend, das war man auch vor allem in der zweiten Hälfte gegen die Austria. Das war man auch über weite Strecken gegen Wiener Neustadt. Aber Rapid schafft es im Moment nicht, ein Tor zu erzielen. Und das auch nicht in dieser ersten Spielhälfte. Ein 0:0, was sonst könnte man sagen, in Topspielen in Österreichs Bundesliga. Das Standardergebnis im Jahr 2012, auch heute hier in dieser ersten Hälfte zwischen Sturm und Rapid. Also wir machen den Blick dann auf die Daten dieser ersten Spielhälfte, um auch festzuhalten, dass das, was wir hier gesehen haben, nämlich dass Rapid das Spiel deutlich bestimmt hat, dass sich das auch in den Zahlen nochmals deutlich hervorhebt. Zweikampfbilanz und auch die Ballbilanz, der Ballbesitz bei Rapid in der Mehrzahl. Dreimal so viele Torschüsse, ein, zwei gute Aktionen, vor allem der Schuss von Thonhofer in der 25. Minute in einem Spiel, das bisher im Großen und Ganzen fair verlaufen ist. Erst Mitte, Ende der ersten Hälfte gab es dann mehr Fouls und auch zwei gelbe Karten für Popkatze und für Feldhofer. Also eine erste Spielhälfte, die überschaubar war. Wir hoffen auf Besserung in Hälfte 2. In Kürze gibt es alles Weitere zu den Spielen der Bundesliga aus dem Studio in Wien. Der abgeschlagene Tabellenletzte jubelt. Der KSV führt bei der Austria zur Pause überraschend mit 1:0. Noch keine Tore bei Sturm gegen Rapid und bei Wiener Neustadt gegen Innsbruck. Herzlich willkommen mit 0:1. Noch keine Tore beim großen Schlager, beim Duell zwischen dem Meister und dem Tabellenführer Sturm gegen Rapid. Die interessanteste Szene vor der Pause, ein Freistoßtrick der Hütteldorfer. Wieder einmal sehenswert und dann Christian Thonhofer mit dem Abschluss, der heute anstelle von Schimpelsberger rechts in der Viererkette spielt. Und wir sehen dann auch gleich die Reaktion des Sturmtrainers von Franco Foda. Lässt sich so diese erste Hälfte auch zusammenfassen? Nicht unbedingt. Aus seiner Sicht vielleicht. Sturm ist bemüht, das Spiel zu machen. Beide Mannschaften sind sehr gut organisiert von der Defensive her. Spielerisch kommt zu wenig. Viele Torchancen haben wir nicht gesehen. Wann es Möglichkeiten gibt, dann sind es Freistoßsituationen. Der Trick ist wirklich ausgezeichnet, glaube ich, Marke Hickersberger wieder. Ansonsten gibt es noch zwei Situationen von Sturm. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist das 0:0 okay. Aber es ist noch Luft nach oben drin. Bei diesem Sturm. Wir sind zurück in der UPC Arena in Graz. Zweite Spielhälfte. Sturm gegen Rapid. Die Stimmung auf den Rängen im praktisch ausverkauften Stadion in der steirischen Landeshauptstadt. Prächtig, fast besser im Verhältnis vielleicht als zu dem, was wir in Durchgang 1 gesehen haben. Von den beiden Mannschaften 0:0. Beide Teams unverändert zu Beginn dieser zweiten Spielhälfte. Rapid mit deutlich mehr Ballbesitz, Rapid auch mit dem besseren Spiel. Aber die ganz großen Tormöglichkeiten, die hat es auch nicht für
die Wiener gegeben. Für den Tabellenführer, der im Moment, Peter Schöttl, sogar mit diesem 0:0 die Tabellenführung ausbaut, weil die Austria ja zurückliegt. Die beiden Trainer sehr aktiv innerhalb ihrer Coaching-Zone mit dem vierten Offiziellen. Harald Bichler heute sein 50. Bundesliga-Einsatz. Mittlerweile ein Stammspieler in der Innenverteidigung bei Peter Schöttl. Tonhofer schaltet sich immer wieder ein ins Angriffsspiel. Kein Foul am Burgstaller, Weber. Kein Ballverlust, Trimmer. Dann eine Abseitsposition von Burgstaller, richtig gesehen. Wir haben gehört, Christian Gratzei ist nicht nur für den Teamchef, sondern auch für den Sturmtrainer praktisch wieder bei 100%. Und in der kommenden Woche nach dem Länderspiel wird es dann auch die Entscheidung geben, wer bei Sturm die Nummer 1 ist. Czablin hat sich wenig zu Schulden kommen lassen. Dieser Abschlag war vielleicht nicht ganz so fein. Hohes Bein von Thomas Burgstaller, Freistoß für Rapid. Aber so stark oder so souverän Czablin in seinen bisherigen 15 Saisoneinsätzen war, mit Gratzei, dessen Vertrag ja auch bei Sturm über das Jahr 15 geht, also bis ins Jahr 2015, während Czablinas Vertrag im Sommer ausläuft, das sagt dann auch schon, wo wahrscheinlich die Reise hingeht, vor allem wer die Nummer 1 dann auch sein wird in den nächsten Spielen. Savic hat da das überlauert von Heikkinen, aber Rapid wieder geordnet. Schön gemacht von Burgstaller. Drahtzahn. Ball zu lange in der Luft, kein Problem für Czabli. Ne? Popkarte. Budul, keins. Foul von Tonhofer. Drahtzahn. Gutes Tackling von Säumel. Budul auf Sabic. Sonnleitner. Raga. Hofmann. Foul von Kainz und von Sabic. Es gibt Gelb für Kainz. Dritte Gelbe für den Sturm-Mittelfeldspieler. Thank you.
von Hoffmann war nicht so wirklich das, was er sich wohl auch hier vorgestellt hat. Wolf, gefault von Prager, das wird jetzt gelb geben. Für Prager gibt es aber doch. Markus Ameter da kurz für Aufregung gesorgt unter den Sturmspielern. Erste Gelbe für einen Rapidler, aber da gibt es auch keine Diskussion. Trikot vergeben und deshalb Prager mit der Verwarnung. In der ersten Hälfte hat das ja geschickter gemacht, hat er sich gleich einmal vom Tatort entfernt. Zweimal. Sabic verfehlt. Bodul. Der erste annehmbare Torschuss von Sturm in diesem Spiel, der erste in dieser zweiten Hälfte. Bodul verfügt über die Schusstechnik, dass er den auch mehr drücken könnte, aber volles Risiko. Und dann auch am Tor vorbei. Bodul ja mit Meierhofer führender in der Torschützenliste. Der Tipp 3 Bundesliga, 9 Treffer. Einwurf. Bichler, per Kopf, war unbedrängt, aber hat auch nicht die Unterstützung gehabt, um souveräner die Situation zu lösen. So wie der Sturm, Kainz und Prager. Der neue Zäumel mit dem guten Tackling. Also vor den Augen des Teamchefs zeigt Jürgen Säumel auch seine Qualitäten, die ihn ja auch ins Ausland in die Serie A gebracht haben, aber unmittelbar nach der Europameisterschaft, da war noch alles bestens bei Torino, aber danach viele Trainerwechsel in Italien und dazu dann das Jahr 2010 und auch das Frühjahr 2011 geprägt von Verletzungen und deshalb Säumel nicht mehr Stammspieler mit wenigen Einsätzen. Die Rückkehr nach Graz und nach der Wintervorbereitung scheint er jetzt wieder auf dem Weg, eine bessere Zukunft zu sein. Trimmel. Drazan wartet, aber Hoffmann mit dem Direktspiel auf Tonhofer. Gute Flanke. Trimmel kommt nicht an den Ball. Drazan, Wolf schneller. Die Flanke war sehr schön von Christian Tonhofer, schwierig, aber perfekt getimt. Sturm mit dem Gegenangriff, Sonnleitner vor Sabic. Spiel jetzt vielleicht um eine Spur interessanter als in der ersten Hälfte. Hoffmann, auch weil der Platz da ist, Burgstaller. Ball noch im Spiel. Thomas Burgstaller zur Ecke nach der Flanke von Guido Burgstaller. Vierter Eckball für Rapid. Tonhofer. Dann Sonnleitner im Abseits. Und deshalb auch Bichlers Torschuss dann ohnehin nicht mehr von Bedeutung. Ah, Tonhofer den Ball nicht exakt genug getroffen. Die war gut. Da sehen wir.
die deutliche Abseitsposition von Sonnleitner, der da von Thonhofer getroffen wurde. Ein Fehler jetzt von Sonnleitner, Sabic, aber der Ball kommt nicht zu Bodul. Jetzt gelingt das Zusammenspiel mit Bodul. Wolf, schwierig, der Kopfball. Aber jetzt gibt es Räume auf beiden Seiten und dadurch auch das Spiel lebhafter, interessanter. Rapid, das hat man auch phasenweise in der ersten Hälfte gesehen, die Mannschaft bei den Offensivbemühungen. Auch insofern besser als zuletzt gegen die Austria, weil mehr nachgerückt wird. Gegen die Austria war sie oft Burgstaller ganz alleine auf sich gestellt. Und heute hier wird da wesentlich mehr unterstützt, bedarf natürlich auch einer größeren Laufarbeit. Foulspiel war das von Häkkinen. Ist da angeschlagen. Konzentriert sich nur auf den Ball gegen Bodul. Und dann gibt es den Zusammenstoß. Unglückliche Spielsituation. Blaues Auge für Thomas Prager. Morgen also die letzte Runde mit das letzte Spiel in der 22. Runde mit Ried gegen Salzburg und im Anschluss dann ab 18.45 Uhr Talk und Tore. Der ÖFB-Sportdirektor ist zu Gast, Willi Rothensteiner. Dazu ein Trainer aus der Bundesliga, Walter Kogler, und einer aus der ersten Liga, Alfred Tata. Und der Spielerberater und Manager Jürgen Werner. Das Thema der österreichische Clubfußball und auch das Nationalteam nach dem Aus der Salzburg in der Europa League, nach den durchschnittlichen Spielen in der Meisterschaft zum Frühjahrsstart eine Bestandsaufnahme. Und jetzt Königshofer. Glück für den Rapid-Torhüter, der überrascht war offensichtlich. Ball springt auf und dann springt er vom Schienbein weg. Schuss war von Kainz. So, und Rapid reagiert. Prager geht runter, Kulowitz kommt. Also wird nicht nur mit diesem Zusammenstoß zu tun haben, wohl auch Überlegung von Peter Schöttl mit der Kampfgelse. Stefan Kulowitz, die zentrale Defensive, noch etwas mehr zu stabilisieren, weil Sturm jetzt in der zweiten Hälfte doch mehr wieder vom Spiel hat. Und deshalb auch Aktionen in der gegnerischen Hälfte in Nähe des Rapid-Strafraums setzen konnte. Patrick Wolf nicht immer von Erfolg gekrönt. Ja.
Bodol wieder auf Wolf. Und diesmal gibt es den Eckball. Katzer war noch dran. Sechster Eckball für Sturm. Dreimal. Weber. Keins. Der Ball wird immer länger. Feldhofer reklamiert, gestoßen worden zu sein, aber war dicke Luft und viel Verkehr vor Lukas Königshofer. Nach der Flanke von Keins, der also jetzt mit seinen Schüssen und Flanken mit dem rechten Fuß für mehr Gefahr sorgt. Also Feldhofer geht da nur Richtung Katzer. Er ist dort nur gelaufen. War alles korrekt. Säumer. Gut vorbei an Hofmann. Wieder Keins. Er wartet sehr lange, aber Säumer holt sich nochmals die Kugel. Säumer, Sabic. Bodul und um einen Tick wieder zu viel. Da hat Sabic Wolf übersehen, der war rechts völlig frei. Aber diese zweite Spielhälfte jetzt im Zeichen von Sturm. Rapid bei weitem nicht so präsent wie in der ersten Hälfte. Abseitsposition war es nicht, aber ein Foulspiel hat der Assistent angezeigt und zwar von Sabic. Und zwar soll er Katzer am Trikot gehalten haben. Bei der Ballannahme, beim Weiterspielen hier. Bichler war der Gegenspieler. Also direkt vor dem Assistenten. Ja, und der hat das gut gesehen. War nicht viel, aber das ist eben nicht erlaubt. Tarzan war schön gespielt auf Dremel, die allerdings mit Problemen bei der Ballannahme, so wie der Sturm über Keins. Weber. Weber gut, Außenrisspass. Zu stark. Und da haben wir Sami Muratovic, daneben Milan Dudic. Der eine her rechts gesperrt, der andere links in Geburtstagslaune. Oder doch nicht? Fragezeichen. Und Franco Foda sieht jetzt eine bessere Sturmmannschaft, die auch wesentlich aktiver agiert. Vor allem dank Jürgen Säumel, der bei allen Offensivaktionen entscheidend mit dabei ist. Auch jetzt wieder über die rechte Seite. Die Flanke zu kurz für Sabic. Und Rapid, der Konter läuft. Allerdings nur Drazen und Burgstaller da dabei. Gegen vier Sturmspieler. Jetzt kommt Hofmann. Außerdem gibt es noch Trimmel. Und der verzieht beim Abschluss. Da war jetzt plötzlich erstmals in der zweiten Hälfte Platz für Rapid. Aber Christopher Trimmel. Nicht von Glück verfolgt bei seinem Abschluss. Nicht zum ersten Mal am heutigen Abend. Das Duell gegen Heikkinen. Burgstaller. Gegen Standfest.
Riemann Burgstaller. Dann war der Ball schon im Tor out. Und deshalb Abstoß Sturm. Geschichte zu Ungunsten von Rapid. Eindeutig war der nicht draußen. Wolf angeschlagen. Vor allem von Pichler. Auch hart an der Grenze zu gelben. Das Foul von Drazan an Wolf. Also Rapid hat jetzt Schwierigkeiten und die Herren Pichler und Drazan wenig übermütig bei den Attacken, um nicht zu sagen auch ungeschickt. Auch das ist gelb. Das Vollmlauf gegen Patrick Wolf, Christopher Drazan. Da war der Ball weit weg. Da fehlt jetzt auch die Konzentration und die Kraft, denn in der ersten Hälfte hat das Rapid wesentlich geschickter gemacht, sich auch mit weniger Fouls zu helfen gewusst. Jetzt ist man zumeist zu spät dran. Freistoßsturm Säumer. Der Ball ist frei, aber für keinen Sturmspieler. Da ist Hofmann auf Burgstaller. Hat Rapid jetzt doch noch die Kraft, bei den Gegenangriffen mitzugehen, wie zuvor bei diesem einen Konter. Das ist entscheidend, um vielleicht mit einem schnellen Gegenangriff erfolgreich zu sein. So kommt wieder Sturm. Bodul, Wolf, der immer wieder 1 gegen 1 will, den Strafstoß und den bekommt er nicht, sondern es gibt Gelb für eine Unsportlichkeit für Patrick Wolf. Schwalbe heißt das gemeinhin, vierte Gelbe in dieser Saison für Wolf, der also hier hineingeht und dann sich spektakulär gegen Katzer fallen lässt. Das passt schon so. Das ist kein Strafstoß. Das ist einfach nicht notwendig. Und deshalb ist die Gelbe für Wolf korrekt. Also, und Peter Schöttl will jetzt auch wieder etwas für die Offensive tun. Holt Trimmel runter. Und bringt Atenuiu. Das heißt, es ändert sich nichts an der taktischen Vorgabe. Nuiu spielt Solospitze. Burgstaller wechselt jetzt auf den Flügel. Dort, wo Trimmel gespielt hat. Bei Sturm vorerst noch kein Wechsel. Haben wir Nuiu. Tonhofer. Ja. Aber in Kürze wird es bei Sturm den ersten Wechsel geben und es wird das Debüt des neuen Mannes im Sturm geben. Rubin Raphael Okotie wird kommen. Haken war gut, der Abschluss. Allerdings nicht. So, und jetzt gibt es den Wechsel und es geht nicht Bodul, also es kommt nicht zum Zusammenspiel Sabic Okotie, sondern Bodul Okotie, weil Sabic runter muss. Sorgt für ein wenig Überraschung bei
bei den Sturmfans. Aber Imre Sabic war heute nicht immer so aktiv und auch so gefährlich wie zumeist sonst in dieser Saison. Und erstmals Okotie. Gut gemacht, die Ballannahme, faul von Häkkinen. Hat Okotie gleich seine technischen Fertigkeiten in dieser ersten Aktion gezeigt. Sieht man hier, wie er den Ball gut abdeckt und Häkkinen da dann den Schubser macht. Freistoß also für die Grazer und Okotie also mit seinem Debüt bei Sturm, mit seinem Comeback in der Bundesliga nach 2,5 Jahren. Und für den ehemaligen Austria-Wien-Spieler heute sein 58. Bundesliga-Einsatz. Und Feldhofer fliegt vorbei an der Flanke von Säumer. Ball war gefährlich, aber für Feldhofer nicht erreichbar. Spiel, Freistoß für Rapid. Säumel, Budul, Weber, mit dem Außenriss, Kainz, gute Annahme, vorbei an Tonhofer, Okotie, Okotie, Okotie und dann ist es Königshofer. Was wäre das für ein Einstand gewesen? Budul war es natürlich, Okotie hat im Zentrum gewartet. Die Annahme war gut von Budul. Aber dann ist er nicht zum Abschluss gekommen. Burgstaller, Ball noch im Spiel. Wieder Budul. Keins. Jetzt Okotie. Aber nicht der Ball, Königshofer. Also Weber nochmals die Aktion zuvor auf Kainz, der sich gut durchsetzt gegen Tonhofer. Und dann ist da Budul mit der schönen Annahme gegen Kulowitz. Aber Katzer und dann Königshofer verhindern hier den Treffer, die Führung für Sturm. Nochmals Hofmann. Nach Fehlpass von Bob Katze. Burgstaller, der jetzt über den Flügel kommt, im Zentrum Nuiu. Stand fest vor Drazan. Gute Arbeit von Budul gegen Häkkinen. Aber Katzer unaufgeregt spielt der linke Verteidiger von Rapid. Aber sehr souverän. Kulowitz, Fehlpass. Okotie, Idee gut, aber Pichler war da aufmerksam. Also die zweite Spielhälfte weiterhin im Zeichen von Sturm Graz. Rapid hat Mühe, hier überhaupt in die gegnerische Hälfte, geschweige denn in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Die Gesundheitssektoren sind sicher für die
das Stadion in den nordischen Massen. Die Gipfelrauschausfahrt gibt es in Burgstaller in der Mitte ist Hoffmann, aber der prallt mit Standfest zusammen. Spielunterbrechung. Standfest verfehlt. Hoffmanns Kopfball ist dann nicht gefährlich genug und dann gibt es den Zusammenprall. Gibt Eckball. Tarzan. Katza und die große Möglichkeit für Atinuiu. Die Führung für Rapid zu erzielen. War kein Abseits. Zum Haare raufen. 75. Spiel für Peter Schöttl als Bundesliga-Trainer. Es steht 0:0. Wir sehen hier, dass beim Kopfball Nuiu nicht im Abseits war. Den muss er machen. Und dann steht es hier 1:0 für Rapid. In der zweiten Spielhälfte wäre das zwar etwas überraschend gewesen, aber in der ersten Hälfte war Rapid die bessere Mannschaft. Für Nuiu, aber der ist da nicht in die Gasse gegangen. Feldhofer vor Drazan. Einwurf für Rapid. Sturm wechselt. Zum zweiten Mal. Wolf geht und Martin Ehrenreich wird seine Position übernehmen. Sturm. Fehlpass. Weber. Keins. Erneut gegen Tonhofer. Diesmal wollte er auf der anderen Seite vorbei. Bleibt hängen. Hofmann. Schön gelöst. Burgstaller. Ungenau. Ärgert seinen Trainer. Da war mehr drinnen für Rapid. Vor allem war Platz. Foulspiel von Burgstaller. Beiden
haben sich mittlerweile beruhigt. Salmels Freistoß, gut gemeint, aber für Standfest unerreichbar. Hat ja 2007 mit der Austria gegen Rapid sein Debüt in der Bundesliga gefeiert und hat gegen Rapid auch immer gerne getroffen. Und heute hat er hier noch etwa 10 Minuten Nachspielzeit. Kommt auch noch dazu Zeit. Aber diesen Ball von Kainz kommt er nicht dran. Also im Moment hält die Serie von Rapid Jenny von Sturm. Man hat ja zuletzt 6 Heimspiele in Folge gewonnen, würde fallen. Und Rapid würde das 12. Ligaspiel in Folge ungeschlagen bleiben. Aber es wäre das 3. 0:0 für Peter Schöttl. Und auch wenn es gegen die heimstärkste Mannschaft ist, muss ich Rapid vor allem den Vorwurf gefallen lassen, dass man in der ersten Hälfte aus den guten Aktionen zu wenig gemacht hat, aber jetzt beinahe in den 2-3 tollen Kontermöglichkeiten und Aktionen in dieser zweiten Hälfte hatte Rapid die Chance, Nuio zum zweiten Mal. Davor war natürlich die ganz große Möglichkeit für Nuio. Der war schwieriger, auch deutlich vorbei, aber trotzdem, da war plötzlich der Platz wieder für Rapid. Die Mannschaft also, die das Spiel in dieser zweiten Hälfte Sturm überließ, aber doch in den Gegenangriffen mittlerweile auch die Möglichkeit gehabt hat, hier in Führung zu gehen. Bei Sturm war es eben zweimal Bodul, der die ganz großen Aktionen hatte. Seine 8. Auch da gibt es keine Diskussion. Zu spät, sehr heftig. Harald Bichler, aber so hat er auch schon in Salzburg bei den Juniors gespielt, in der zweithöchsten Spielklasse. Damals 17 gelbe Karten erhalten. Also, er ist gefährdet im nächsten Spiel dann mit seinen 8 Stück. Rapid ja gegen Ried der nächsten Woche im Einsatz. Jetzt der Freistoß. Bodul versucht das direkt. Winkel ist nicht so einfach, aber interessant die Position. Und Bodul verfügt über die Schusstechnik. Oder doch die Flanke auf die großen, kopfballstarken Feldhofer, Burgstaller. Ja, er versucht es direkt, aber so nicht. Burgstaller. Ballglück gegen Bob Katze. Kainz blockt ab. Bob Katze hat sich da selbst zunächst in Schwierigkeiten gebracht.
Marco Foda. Und das ist sein Präsident Christian Jauch. Entscheidung über den sportlichen Geschäftsführer, Sportdirektor kann man auch sagen dazu, ist noch immer nicht gefallen, aber die Gerüchte verdichten sich, dass Franco Foda das in Zukunft in Doppelfunktion macht, während Rapid angreift. Vielleicht auch noch abschließt. Tonhofer, der war nicht schlecht mit dem Linken. Foda ärgert sich. Also in den Konterangriffen hat Rapid die Möglichkeiten hier gehabt, in dieser zweiten Hälfte gefährlich zu werden. Bei Foda lösen sich sämtliche Werbeaufkleber. Ist das Foul? Mittlerweile haben wir schon über 30, also die Partie ist intensiver im Laufe des Spiels geworden. Diesmal das Foul von Tonhofer. Und um auf Foda zurückzukommen, ja, also diese Doppelfunktion, die ist nicht ausgeschlossen, auch wenn es zwischendurch geheißen hat, das will man eigentlich nicht. Man möchte gerne einen eigenen Geschäftsführer haben und einen Trainer, aber offensichtlich ist man bei der Suche da an die Grenzen gestoßen und Franco Foda, der das ja schon bisher immer gemacht hat, könnte sich das auch vorstellen, weiterhin beide Funktionen auszuüben. Zweimal Abschluss. Widerspiegelt nicht sein heutiges Spiel bei den Grazern. Zweimal für mich der Beste heute auf dem Feld. Bei Sturm und bei Rapid gibt es den letzten Wechsel. Danny Ala kommt und zwar für Steffen Hoffmann. Und damit gibt es eine Premiere. Für Steffen Hoffmann, 12. Mal, dass in dieser Saison ausgewechselt wird, so viel wie noch nie in seiner langen, langen Bundesliga-Karriere in Österreich bei Rapid. Er ist not amused darüber. Er hätte hier gerne noch durchgemacht, weil er auch gesehen hat vielleicht, dass hier doch noch ein Dreier möglich ist. Meistersaison wurde auch 11-mal ausgewechselt, 2-4, 2-5. Seither, auch nach dem Intermezzo in München, war das eben nie mehr so oft der Fall. Aber Peter Schöttl ist sich niemand, darf sich niemand zu sicher sein. Keins. Auch das Foul, Vorteil Rapid, Heik hinein, Burgstall auf Nuio. Burgstallers Torschuss, kein Thema. Für Czabina, der in der ersten Hälfte einmal hervorragend reagiert hat, bei Tonhofers Schuss, ansonsten war wenig los, wo der Torhüter von Sturm eingreifen musste. Insofern hat er sich auch heute nichts zu Schulden kommen lassen. Die Entscheidung ist sicherlich nicht so einfach für den Sturmtrainer in Zukunft, ob er weiter auf den Kroaten Czabina oder auf Christian Grazer setzt. Aber wie gesagt, die Vertragsdauer und auch die Tatsache, dass Grazer ein Sturm-Urgestein ist, zumindest was die letzten Jahre betrifft, sprechen für den Teamtorhüter. 4 Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt, die sind jetzt auch angebrochen. Gibt es hier noch einen Sieger oder gibt es im nächsten Topspiel in Österreichs höchster Spielklasse das nächste 0:0? Aber die zweite Hälfte hat für vieles entschädigt, was wir in der ersten vermisst haben. Die erste Hälfte war doch geprägt von sehr viel Sicherheitsfußball, Rapid, aber mit mehr Bemühungen. In der zweiten Hälfte war davon weniger zu sehen, weil Sturm das Spiel offener gestaltet hat. Dadurch gab es ganz einfach wesentlich mehr interessante Szenen und Angriffe. Nächste Abseitsstellung. Ja, und Peter Schöttl
richtige Entscheidung. Steht kurz davor, zum 7. Mal in dieser Saison ein 0:0 mit Rapid zu erzielen. Warum ich Ihnen das sage, das ist natürlich nicht nur viel, sondern in 22 Runden 7-mal 0:0 sein Vorgänger, der lange bei Rapid als Trainer im Amt war, Peter Backholt, also nicht Zoki Barisic, der Interimstrainer. Peter Backholt hat nur 6-mal 0:0 gespielt, allerdings in 165 Bundesligaspielen, also in 4 Jahren, wenn man so möchte. 4,5 Jahren, und das wäre dann schon eine Premiere, aber das könnte hier noch anders enden. Aber fest steht, Rapid ist defensiv recht gefestigt. Im Spiel nach vorne gibt es Probleme im Abschluss, und jetzt gibt es Freistoß. Entscheidung von Markus Hameter, Foul von Ehrenreich an Drazan. Kann man so geben, denn Drazan macht das sehr geschickt, stellt sich zwischen Gegner und Ball und wird dann getroffen. Freistoß. Foul an Kainz von Tonhofer. Ala und Tonhofer waren dabei, aber die gelbe Karte gibt es für Christian Tonhofer. Letzte Minute der Nachspielzeit läuft. So, und Franco Foda bringt noch Mario Haas. Er kommt also noch für Darko Podol, und für Hasi ist es sein 444. Bundesliga-Einsatz, der auch nur ein paar Sekunden dauern wird. Anspiel von Ehrenreich. Auch das war richtig. Auch wenn es ein, zwei Entscheidungen gegeben hat, wo Markus Hameter vielleicht gelb hätte zücken müssen, ansonsten in den wirklich entscheidenden Dingen, Stichwort Strafstoß oder nicht, war er immer richtig. Burgstaller, Spiel läuft weiter. So, jetzt sind die 4 Minuten vorbei. Es gab den Wechsel, deshalb läuft das Spiel noch ein paar Sekunden, aber jetzt ist es endgültig vorbei. 0:0, das Ende zwischen Peter Schöttl und Franco Foda. Das Ergebnis zwischen Sturm und Rapid. Für Rapid also im dritten Spiel 2012 das dritte 0:0. Und damit Rapid weiterhin Tabellenführer. Auch deshalb, weil die Konkurrenz ebenfalls nicht punktet. Okotja mit seinem Debüt für die Grazer, ein, zwei Aktionen hat es gegeben, aber da muss man auch abwarten, bis er wirklich sich mit dieser Mannschaft und seinen Mitspielern gefunden hat. Der beste, auffälligste Grazer, Jürgen Säumel, heute mit einer starken Vorstellung, vor allem auch über die gesamten 90 Minuten. Man spürt bei ihm, er hat die Kraft mittlerweile auch, über die volle Distanz zu gehen, und die Einberufung von Marcel Koller mit Sicherheit zu Recht in die Nationalmannschaft. Ja, und die Grazer also bleiben ungeschlagen, auch wenn sie jetzt zu Hause nicht zum 7. Mal in Folge gewonnen haben. Aber Sturm das stärkste Heimteam. Rapid im Moment weiterhin das stärkste Auswärtsteam. Aber es war heute, vor allem in der ersten Hälfte, mehr drinnen für die Grün-Weißen aus Wien. Alles in allem ein 0:0, das aufgrund der differenten Spielhälften in Ordnung geht. Rapid in Hälfte 1 besser, Sturm in Hälfte 2. Insgesamt auch, was die Chancen betrifft, ein Unentschieden, mit dem wohl beide leben können. ...15.000 in der UPC Arena haben für eine prächtige Stimmung gesorgt.
Und es gibt auch Applaus, sowohl für die Rapid-Spieler bei ihren Fans, als auch für die Grazer vor dem eigenen Publikum. Erstes Interview, eine erste Stimme vom Sturmdebütanten heute, von Rubin Raffael Okot, jetzt live bei Gerhard Krabat. Ja, Comeback in Österreich, also für Rubin Okot. Warum haben auch Sie nichts mehr ändern können dran, dass es 0-0 ausgeht heute? Ich habe die Frage nicht verstanden, nochmal bitte. Warum konnten auch Sie nichts mehr ändern, dass es nicht 0-0 ausgeht? Ja, es war ganz schwer heute Torchancen rauszuspielen und Rapid ist sehr gut hinten gestanden, deswegen war es schwer Torchancen zu kreieren. Ja. War es insgesamt ein gerechtes 0-0, ein gerechtes Unentschieden auch? Ja, ich denke schon, weil die klaren Torchancen gefehlt haben. Ja. Ja, warum haben diese klaren Torchancen gefehlt, auch aus Sturmsicht vor allem? Ja, wir haben uns viel vorgenommen, wir wollten unbedingt gewinnen, aber es ist uns nicht so gelungen, die Defensive von Rapid zu knacken. Wir wollten über außen kommen und gute Flanken bringen, aber es ist uns nicht so gelungen. Ja. Ja, wie lange werden Sie noch brauchen, um sich da reinzufinden in diese Mannschaft? Ja, also es geht mir schon sehr gut. Ich hoffe, dass das jetzt dann noch besser wird und dass ich dann bald treffen werde. Ja, ja, was haben Sie denn vor mit Sturm in diesem Frühjahr? Ja, es ist einiges möglich. Man sieht ja, die Spitze ist nicht weit entfernt und natürlich wollen wir oben dran bleiben und Meister werden. Ja. Danke. Ja, soweit also Okotja, der ja geliehen ist vom 1. FC Nürnberg, dessen Zukunft natürlich noch nicht klar ist, was dann über den Sommer hinaus mit ihm passiert. Was sagen auch die Fakten zu diesem Spiel heute hier in Graz zwischen dem Meister und dem aktuellen Tabellenführer, zwischen Sturm und Rapid? Wir sehen insgesamt am Ende die Ballbesitzverteilung. Zeile 3, beinahe ausgeglichen. Das war in der ersten Hälfte klar zugunsten von Rapid. Sturm war eben in Hälfte 2 tonangebend. Die Zweikämpfe, Rapid war sehr präsent, hatte auch doppelt so viele Torschüsse. Und da waren auch zwei, drei Großchancen dabei von Tonhofer, vor allem von Nuhiu. Und Sturm konnte durch Bodul entgegensetzen. Insgesamt ein sehr intensives Spiel, alles in allem wohl eine gerechte Punkteteilung. Ati Nui habe ich zuvor angesprochen, der Joker bei Rapid. Beinahe hätte er gestochen, aber am Ende hat er nicht getroffen, Gerhard. Ja, Ati Nui, was war los? Warum haben Sie nicht gestochen als Joker? Eine Top-Chance gab es für Sie. Ja, ich wollte natürlich die Chance nutzen. Ich war ein bisschen überrascht. Ja, leider kann man nicht immer als Joker stechen. Das ist leider leichter gesagt als getan. Aber ja, jedes Mal als Joker stechen, das wäre schon gut, aber es geht leider nicht immer. Ja, warum sticht derzeit eigentlich überhaupt niemand bei Rapid? Das dritte 0-0 im Jahr 2012. Ja, es ist ja nicht so, dass wir nicht Tore schießen wollen. Momentan fehlt vielleicht auch das nötige Quäntchen Glück. Aber ja, es wird schon wieder kommen. Ja, der Trainer hat vor dem Spiel schon gemeint, es fehlt auch ein bisschen der Killerinstinkt. Können Sie das nachvollziehen? Ja. Wir Spieler, wir arbeiten hart im Training, wollen natürlich jede Chance nutzen, um das Tor zu erzielen. Momentan leider klappt das nicht so sehr und nicht so gut. Aber wenn wir hart an uns arbeiten, dann wird das so schnell wie möglich wieder gelingen. Ja, wie gut lebt Rapid mit diesem einen Punkt hier in Graz? Ja, ein Punkt ist besser wie kein Punkt. Wir wollten das Spiel, wir sind hierher gekommen, das Spiel zu gewinnen. Jetzt haben wir das dritte Unentschieden und ja, ein Punkt ist ein Punkt. Eine kuriose Situation irgendwie an der Tabellenspitze. Bleibt Rapid vorerst trotz dieser vielen Unentschieden, obwohl man noch keinen Sieg geholt hat im Jahr 2012. Insgesamt, wie schätzen Sie die Situation vorne an der Tabellenspitze momentan ein? Ja, solange wir Tabellenerster sind, genießen wir das. Und natürlich wollen wir den ersten Platz so gut wie möglich verteidigen. Wir haben jetzt gegen zwei unserer Konkurrenten gespielt, die letzten zwei Mal. Da haben wir nicht verloren. Und somit sind wir wieder zurecht oben. Vielen Dank. Also Ati Nui im Vergleich zur Austria hat man sogar den Vorsprung ausgebaut. Aber Fakt ist, in den letzten 6 Spielen hat Rapid 5x0-0 gespielt. So war die Samstagsspiele in der Tipp 3 Bundesliga für Sie noch einmal zusammengefasst. In alle Spiele, alle Tore. Guten Abend und herzlich willkommen. Die Analysen, die liefert heute unser Sky-Experte Georg Zellhofer. Hallo. Hallo.
Ja, das sind sie, die Ergebnisse des Tages. 4 Spiele haben heute stattgefunden und es sind nur 2 Tore gefallen. Keine Tore beim Schlager. Sturm gegen Rapid. Kapfenberg gewinnt sensationell bei der Austria mit 1:0. Keine Tore bei Wiener Neustadt Innsbruck. Und Mattersburg besiegt überraschend auswärts die Admira mit 1:0 vor dem Sonntagsspiel. Ried gegen Salzburg sieht die Tabelle so aus. Rapid bleibt vorne. Sturm bereits auf Platz 2. Punkte gleich mit Ried, mit der Austria, also Sturm. Einer der großen Gewinner schon jetzt an diesem Fußballwochenende und unten nach wie vor 10 Punkte Abstand zwischen Mattersburg und Kapfenberg. Aber die beiden da unten, die gewinnen. Georg Zeller, ist das die große Sensation des Tages? Das ist die große Sensation. Also Kapfenberg hat heute wirklich ein kräftiges Zeichen gegeben. 3 Punkte mitzunehmen hier heute bei diesem Spiel bei der Austria ist wirklich eine fast dicke Überraschung. Wie ist es für Sie zu erklären, dass wieder nur 2 Tore gefallen sind? Ja, momentan vielleicht ist es am Anfang in der Frühjahrsmeisterschaft, dass der richtige Rhythmus noch nicht gefunden wurde. Wobei ich aber sagen muss, man sollte nicht zu viel auf den Toren herumreiten. Das Spiel Sturm gegen Rapid war ein sehr gutes Spiel meiner Meinung nach. Noch einmal, beide Mannschaften haben ein gutes Spiel abgeliefert. Momentan fallen die Tore leider nicht, aber noch einmal, die Partie war in Ordnung. Ja, Sturm gegen Rapid. Das war der Schlager des Tages, das war das Duell zwischen dem Meister und dem Tabellenführer. Das beste Heimteam hatte das beste Auswärtsteam zu Gast. Und vielleicht lag es auch am Teamchef, an Marcel Koller, dass dieses Spiel torlos ausgegangen ist, Philipp Paternina. Ja, viele Tore bekommt er bei seinen Visiten momentan nicht zu Gesicht und hoffentlich kann er das Nationalteam etwas treffsicherer einstellen. Marcel Koller also, der kein schlechtes Spiel sieht, das von Beginn an Tempo hat und auch die erste Torszene, den ersten interessanten Zweikampf im Strafraum der Grazer. Guido Burgstaller, der zunächst Vorbereiter war und dann ist es Trimmel, der gegen Burgstaller, gegen Thomas nämlich, hier den Elfmeter schinden will. War natürlich kein Foul, richtige Entscheidung von Schiedsrichter Hameter. Und dann kommt Burgstaller, Guido zum Abschluss, eher einer der Aktivposten in den ersten 20 Minuten auf Seiten der Rapidler, auch immer wieder unterstützt von Christopher Trimmel. Dann dieser tolle Freistoßtrick, schon wieder ein Freistoßtrick bei Rapid. Christian Thonhofer mit der Chance, er anstelle des gelbgesperrten Schimpelsberger in der Anfangself. Da hat Rapid also einmal mehr einen tollen Freistoßtrick, wohl von Tommy Hickersberger einstudiert. Gut, auch im Spiel über die Bühne gebracht. Thonhofer, der an Czavlina scheitert. Grazai fit, aber nur auf der Bank und Foda sauer, ob dieser Nachlässigkeit seiner Hintermannschaft. Sturm braucht etwas, um selbst mal offensiv aktiv zu werden über Imre Sabic, der wieder mit Bodol vorne spielt. Und dann hat Manuel Weber eigentlich eine super Chance, aber ein technischer Fehler verhindert den Abschluss des Mittelfeldspielers. Gut gesehen von Sabic und dann ist es natürlich ein leichtes für Königshofer, den Ball aufzunehmen. Nächste Standardsituation bei Rapid. Christopher Drazan wird abgewehrt und dann Harry Bichler in seinem 50. Bundesligaspiel. Ja, da war er schon recht knapp dran an seinem ersten Bundesligatreffer. Schöner Wolleschuss des Innenverteidigers. Pausenstand aber 0:0. Rubin Raphael Okotie. Noch kommt er nicht zum Einsatz, der sollte aber noch kommen. Freistoß für Sturm. Säumel und dann auch ein Wolleschuss, nicht ganz so präzise wie jener von Bichler. Darko Bodol, der Führende der Torschützenliste. Ja, und dann gibt es eine recht knappe Abseitsentscheidung gegen Rapid. Xondleitner soll hier vorne gestanden sein und deshalb zählt der Treffer nicht. Und da kontrollieren wir natürlich ganz genau nach. Es war ein kurz abgespielter Eckball. Und hier sehen wir es, dass Sonnleitner ein paar Zentimeter im Abseits stand. Also alles korrekt, kein Treffer für Rapid. Weiter also 0:0. Und da ist schon etwa eine Stunde gespielt, als Sturm wieder mal offensiv zum Zug kommt. Patrick Wolf, auch er hätte gerne einen Elfmeter, wie zu Beginn Trimmel. Auch er bekommt ihn nicht und bekommt sogar die gelbe Karte von Markus Hameter. Und das ist auch eine richtige Entscheidung. Wolf, der es immer wieder versucht, aber er hat keinen Erfolg. Katzer rutscht zwar weg, ist ganz leicht mit dem rechten Arm dran, aber viel zu wenig, um hier zu pfeifen. Und dann kommt es nach 2,5 Jahren zum Bundesliga-Comeback von Okotie. Er ersetzt in Minute 71 Imre Sabic, dem wahrlich wenig gelungen war.
Jetzt also Bodol und Okotie vorne aufgestellt. Freistoß säumelt, dann fliegt Feldhofer durch die Gegend, beschwert sich lautstark, er sei hier gestoßen worden. Das stimmt zwar auch, Ate Nohio, schauen wir gleich drauf, ist mit beiden Armen an Feldhofer dran, stößt ihn leicht weg. Zu wenig wohl für einen Elfmeter, aber richtig schlau war diese Aktion von Nohio auch nicht. Hinein in die Schlussphase, die hat noch einiges zu bieten, zum Beispiel diesen schönen Pass von Florian Kainz. Danko Bodol, da ist Katzer, Bodol und dann scheitert er an Königshofer. Er hatte schon seine guten Szenen in diesem Spiel, dieser technisch so starke Sturmangreifer. Aber auch er sollte an diesem Abend nicht treffen. Schön die Vorarbeit von Kainz. Kulowitz hat sich da verschätzt. Katzer versucht zu klären. Und dann ist die Szene vorbei. Auf der anderen Seite Ecke für Rapid. Und dann ist es richtig gefährlich. Eine Riesenchance für Atenohio. Sturm reklamiert, abseits. Aber es war alles korrekt. Der Treffer hätte gezählt, ja wenn der Ball auch reingegangen wäre. Peter Schöttl kann es nicht ganz glauben, was er da sieht. Natürlich kritisieren ihn viele aufgrund dieser vielen Nullnummern, aber seine Spieler haben ja die Chancen auf Tore. Sie machen sie einfach nicht rein, wie in diesem Falle Ate Nohio. Wenige Minuten vor dem Ende dann diese Aktion. 83. Minute, um genau zu sein, wieder ist es Nohio. Der war natürlich schon etwas schwieriger als jener zuvor, aber auch hier nicht unmöglich, das Tor zu machen. Dann wird noch Hofmann rausgenommen, seine 12. Auswechslung. Das ist für ihn Rekord. Sieht eigentlich alles recht freundlich aus und dann gibt es aber noch einen bösen Blick, einen bösen Tritt. Ja, wen er da gemeint hat, das wissen wir nicht ganz genau. Tritan Baholi, Tommy Hickersberger, mal sehen. Können wir vielleicht noch aufklären im Verlauf dieser Sendung. Franco Foda und Schöttl, die beiden verabschieden sich freundschaftlich wieder mal. Endet ein Spitzenspiel in der österreichischen Liga mit 0:0. Rapid hatte aber die besseren Chancen auf einen Sieg. Ja, aber es war eben ein gutes 0:0, Georg Zellhofer. War Rapid dem Sieg näher als Sturm? Das war ein gutes 0:0, bleibe ich dabei. Eine interessante Partie, viel Tempo drinnen, Rassi und Klasse, taktisch sehr gut beide Mannschaften. Rapid auswärts bei Sturm Graz, muss ich sagen, wirklich für mich ein sehr gutes Spiel. Im Großen und Ganzen ein gerechtes Unentschieden, vielleicht mit kleinen Vorteilen sogar auch für Rapid noch. Ja, das Torschussverhältnis, das spricht ganz klar für Rapid. 20:9 für die Mannschaft von Peter Schöttl. 20 Torschüsse auswärts, das ist Saisonrekord für Rapid. Aber am Ende wieder 0:0. 5 torlose Remis in den letzten 6 Bundesligaspielen stehen für Rapid zu Buche. 7-mal 0:0 unentschieden in 22 Bundesligaspielen unter Peter Schöttl. Und der hat in 22 Bundesligaspielen als Rapid-Trainer häufiger 0:0 gespielt als Peter Bakult in 165 Bundesligaspielen. Aber es heißt ja immer, Georg Zellhofer, wenn hinten die 0 steht, dann spricht das für den Trainer, oder? Es spricht für den Trainer, für den Peter, aber ich glaube, er wird sehr zufrieden sein mit dieser Leistung. Da kann man aufbauen drauf. Rapid hat sich toll verkauft, war sehr gut eingestellt, hat nicht viel zugelassen, hat frech nach vorne gekontert. Man braucht auch ein bisschen Glück dazu. Das kommt noch und ich denke, mit diesem Punkt können sie sehr gut leben. Fragen wir gleich, ob er zufrieden ist. Peter, die Null muss stehen. Schöttl jetzt bei Gerhard Grabert live natürlich. Ja, Peter Schöttl, wird das mittlerweile nicht fürchterlich fad, dieses ewige 0:0? Ja, natürlich hätten wir gerne gewonnen und da braucht man auch Tore dazu. Das ist uns wieder nicht gelungen. Trotzdem war der Auftritt meiner Mannschaft in Ordnung. Wir haben hier, glaube ich, ein besseres 0:0 gesehen. Also aus Graz einen Punkt mitzunehmen, ist an und für sich okay. Es hat Phasen im Spiel gegeben, wo Sturm besser war. Es hat aber auch etliche Zeitspannen im Spiel gegeben, wo wir besser waren. Wir haben mehr Torschüsse gehabt. Ich glaube auch, dass wir die klaren Torschüssen gehabt haben. Sturm war aber durch die Standards extrem gefährlich und es war gute Stimmung in dem Stadion. Und ja, wenn ich jetzt die anderen Ergebnisse wieder sehe, kann ich mit dem 0:0 auch wieder ganz gut leben. Aber nächste Woche gegen Ried müssen natürlich Tore her. Ja, Tore müssen her. Ate Nohio hatte den Big Point am Fuß. Was fehlt in so einem Moment? Ja, er ist im Moment eben kein Stammspieler. Diese Diskussion gibt es ja immer dann. Also vielleicht ist er dann eben, hat er die Sicherheit nicht, dieses Selbstverständnis, dass er den Ball einfach reinrollt. Meine Spieler haben ja Glück, dass ich selber ein sehr, sehr torungefährlicher Spieler war. Deswegen habe ich sehr viel Verständnis für sie. Aber ich denke, dass es die dritte Partie im Frühjahr war, in der wir mehr Torschüsse wie der Gegner hatten. Aber trotzdem,
denke, dass es ein rassiges Spiel war. Beide Seiten wollten gewinnen. Ja, mit dem Punkt kann ich leben. Ja, wir haben dann am Ende noch nach der Auswechslung von Steffen Hoffmann einen emotionalen Ausbruch von ihm erlebt. Was denken Sie, was war da los mit ihm? Ich weiß nicht, ob Sie jetzt auch im Bericht erst gesehen. Vielleicht gehen ihm auch diese 0:0 schon auf die Nerven. Ja, muss ihn fragen. Ich bin ja nicht. Die Auswechslung. Ja, ist jetzt auch nichts Schlimmes. Also, aber ich werde ihn gleich fragen nachher. Okay, dann klären Sie das ab. Danke für das Interview.